Ja, moin Leute, Smule am Start mit einer weiteren Folge zu Heroes of the Storm und der neuen Map Grabkammer der Spinnenkönigin. Ihr seht jetzt ein bisschen Gameplay und werdet meine Meinung zu dieser Map erfahren. Hier seht ihr erstmal eine Übersicht, in der Mitte in Orange gekennzeichnet, gibt es zwei Punkte, an denen Diamanten abgegeben werden können. Wo ihr die herbekommt und was das macht, sehen wir uns gleich an. Links und rechts daneben gibt es jeweils ein Hardcamp, auf der Botlane gibt es ein Siegecamp und ganz oben gibt es den Boss, der auch wieder ziemlich stark ist auf jeden Fall. Hier seht ihr schon Spinnen spawnen, auf beiden Seiten, jeweils auf allen drei Lanes, die diese Map hat. Und jede Spinne droppt einen Diamanten, den ihr hier, wie ihr gerade sehen könnt, abgeben könnt. Und ihr benötigt am Anfang 50 Diamanten, später dann immer jeweils 5 mehr, nachdem ihr ein Core quasi gemacht habt. Und wie das Ganze aussieht, das seht ihr jetzt. Wenn ihr nämlich genug habt, dann werden Spinnenkönigin gerufen. Die werden auf allen drei Lanes sozusagen spawnen die und drücken dann ganz gut die Lane an. Die sind nicht sehr stark, also man bekommt die schon relativ gut down, muss man ganz klar sagen. Aber wenn auf allen drei Lanes gepusht wird und ihr euch dann quasi für einen schönen Split-Push entscheidet, dann kann das schon ziemlich, ziemlich reinhauen, würde ich auf jeden Fall sagen. Mein erster Eindruck von der Map war auf jeden Fall, die Map gefällt mir richtig, richtig gut. Sie ist klein und bietet sehr, sehr schnelle und intensive Action. Die meisten Fights, wie wir auch gerade schon sehen können, finden tatsächlich an den Schreien statt, wenn ihr eben eure Diamanten abgeben wollt oder den Gegner davon abhalten wollt, seine abzugeben. Ihr habt alle zusätzlich die Möglichkeit, dass wenn ein Teammate von euch fällt und er seine Diamanten droppt, dass ihr diese einsammeln könnt. Anders sieht es aus, wenn ihr jetzt einen Gegner habt, der besonders viele Diamanten trägt und ihr ihn tötet, dann könnt ihr nur einen gewissen Teil einsammeln. Und ihr seht jetzt hier auch gerade links neben mir vom Tank, dass hier die Diamanten rot gekennzeichnet sind. Da könnte ich jetzt rüberfahren, wie ich möchte. Diese kann ich nicht einsammeln. Das ist nämlich dem roten Team vorbehalten. Da hätte beispielsweise der ETC rüberlaufen müssen, um eben diese Edelsteine einzusammeln. Hier seht ihr ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man eben die Spinnenkönigin ganz gut nutzen kann. Wir haben sie gerade im Rücken, drücken gerade selber ein und auf der Botlane wird gerade auch Hardcore gepusht. Das heißt, schönes Split-Pushing hier am Start. Das kann man dann natürlich auch, wie man hier gerade sehen kann, als Engage nutzen. Ich meine, die Spinnenkönigin drückt natürlich zusätzlich noch von hinten Schaden. Ich würde allerdings, das habe ich jetzt in den letzten Matches gemerkt, ich würde diese Mechanic, also diese Spinnenkönigin, die man hier beschwören kann, nie als nicht ganz so stark einschätzen. Ich finde, sie hilft wirklich in einigen Momenten, um durchpushen zu können. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum man am Ende gewinnt, wenn man möglichst viele Calls von dieser Spinnenkönigin hat. Aber die Mechanic ist auch besonders Richtung Late Game nicht zu stark. Das heißt, ihr könnt auf so einer Map hier, anders als man dachte, eben weil sie so klein ist, kann man auch schon mal das ein oder andere Match haben, was über 20 Minuten geht. Hatte ich auf jeden Fall selber schon des Öfteren. Der Boss darf natürlich nicht fehlen auf der Top-Lane, wie ich ja schon eingangs erwähnt habe. Die kann man definitiv nutzen, um im richtigen Moment dann auch durchpushen zu können. Und ich zeige euch jetzt noch das Hardcamp. Die habe ich relativ selten selber gemacht oder mit meinen Mates, einfach weil der Fokus woanders liegt. Ihr haltet den Gegner davon ab, die Edelsteine abzugeben und andersrum. Und ich beende mein Video hier mit Indiana Jones. Habt ihr schon herausgefunden, wie man dieses Easter Egg aktivieren kann? Lasst mich auch in den Kommentaren wissen, was ihr von der Map haltet und natürlich von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Das war's, Smugel, und wir sehen uns in der nächsten Episode.